Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Was hat Mara mit ihrem Baby gemacht? Brigida Braun will die Wahrheit aufdecken. Ihre Tochter Mara ist jetzt im Krankenhaus. Sie ist wohl auf der Straße zusammengebrochen. Sie haben gegen meine Mandantin nichts, aber auch gar nichts in der Hand. Für Christine Reinhardt ist heute ein schwerer Tag. Es ist der Geburtstag ihrer Tochter Mara, die vor gut einem Jahr die Familie verlassen hat. Die 17-Jährige ist gegen den Willen ihrer Eltern zu ihrem Freund Norman gezogen und hat seitdem nichts mehr von sich hören lassen. Dennoch hofft Christine sehr, dass sie heute zu Besuch kommt. Emily, Ralf, kommt ihr? Kaffee, Kuchen. Was gibt's denn zu feiern? Den Geburtstag deiner Schwester. Hast du den vergessen? Nee, oder? Sag mal, kommt Mara auch? Ich will's hoffen. Ich versuche sie die ganze Zeit zu erreichen. Sie ruft aber nicht zurück. Was für ein Wunder, Mama. Die hat doch bestimmt schon längst deine Nummer geblockt. Das hätte ich genauso gemacht. Millie. Ist doch wahr. Mara kommt nicht zurück. Die hat einfach keinen Bock mehr auf uns. Ich schicke ihr noch mal eine Nachricht. Hast du mir überhaupt zugehört? Christine, Emily hat recht. Du musst endlich anfangen, loszulassen. Auch wenn es schwerfällt. Du gehst kaputt da dran sonst. Das geht nicht so. Sie fehlt mir so sehr. Wir vermissen sie doch auch. Aber das Leben kann sich nicht nur um Mara drehen. Eben. Mara ist doch total undankbar. Du backst ihr extra einen Kuchen und sie hat es nicht mal nötig, ans Telefon zu gehen. Komm, lass uns einfach Kaffee trinken und an sie denken. Okay? Ralf und Emily haben ja recht. Ich muss endlich loslassen. Aber an so einem Tag ist das besonders schwierig. Das tut einfach weh. Und ich habe schon länger das Gefühl, dass es Mara nicht gut geht. Das ist halt so ein Mutterding. Ich spüre sowas. Und es macht mich verrückt, nicht zu wissen, wo sie ist, wie es ihr geht. Trotz aller Nachrichten ihrer Mutter auf der Mailbox ist Mara nicht aufgetaucht. Zwei Tage später bekommen die Reinhardts allerdings Besuch von der Polizei. Es geht um ihre Tochter und die Beamten haben schlechte Nachrichten. Christine befürchtet sofort das Schlimmste. Wir sind wegen der Tochter Mara hier. Mara? Geht's Mara gut? Naja, es geht den Umständen entsprechend gut. Und ihre Tochter Mara ist jetzt im Krankenhaus. Sie ist wohl auf der Straße zusammengebrochen. Oh, das ist aber noch nicht alles. Das eigentliche Problem ist, dass uns das Krankenhaus alarmiert hat. Der behandelnde Arzt hat bei seiner Untersuchung festgestellt, dass Mara vor einigen Tagen ein Kind entbunden hat. Also seine Aussage zufolge so vor 2 bis 3 Tagen. Und jetzt sind wir bei Ihnen, um zu sehen, ob das Kind vielleicht hier ist. Mara hat ein Kind bekommen? Wie? Oh Gott. Sie wussten nichts von der Schwangerschaft ihrer Tochter? Nein, Mara wohnt nicht mehr bei uns. Wir haben überhaupt keinen Kontakt zu ihr. Und wie lange schon nicht mehr? Seit 15 Monaten. Das ist schon lange, ja. Wir hatten eigentlich gehofft, dass Sie uns da vielleicht weiterhelfen könnten. Denn Ihre Tochter behauptet steif und fest, nicht schwanger gewesen zu sein. Bloß der ärztliche Befund, der sagt nochmal was ganz anderes. Also solange uns Ihre Tochter auch nicht sagen kann, wo sich das Baby befindet, dann müssen wir von einer möglichen Aussetzung oder sogar von einer Kindstötung ausgehen. Nein, nein, das würde Mara nie tun. Mara ist ein bisschen schwierig, aber sie würde nie einem Kind was antun. Schon gar nicht ihrem eigenen. Ja, aber warum verschweigt sie uns dann, wo das Baby jetzt ist? Ja, vielleicht hat sie Angst oder einen Schock und hat deswegen komplett verdrängt, dass sie schwanger war. Also den Eindruck hat sie auf uns überhaupt nicht gemacht, ja? Herr Reinhardt, auch wenn Sie sie schon eine ganze Weile nicht gesehen haben, sie ist ja immer noch hier gemeldet. Vielleicht finden wir irgendwie Hinweise, die uns den Verbleib des Kindes darlegen. Ja, können wir uns hier vielleicht mal umsehen? Ja, natürlich. Ich kann Ihnen gerne Maras Zimmer zeigen. Ich fahr zu Mara jetzt. Ich muss ja sofort hin. Christine will jetzt nur noch zu ihrer Tochter. Ihr Mann Ralf denkt schon einen Schritt weiter und hat Anwältin Brigida Braun verständigt. Sie soll Mara rechtlichen Beistand leisten und kommt auch sofort zu Christine ins Krankenhaus. Dort wird die 17-Jährige bereits von Kommissarin Sandra Weiß verhört. Mara, Schatz, was machst du? Was machst du denn hier? Und wer ist diese Tante da überhaupt? Also diese Tante ist ihre Rechtsanwältin. Braun ist mein Name. Ja, das ist meine junge Mandantin. Und Sie sind? Weiß von der Kripo, guten Tag. Aha. Also ich habe ein paar Fragen an die Frau Reinhardt. Im Moment klappt es noch nicht so mit der Kommunikation. Vor allen Dingen möchte ich aber wissen, wo das Baby von Frau Reinhardt ist. Ja, schön und gut. Diese Befragung ist jetzt zu Ende. Meine Mandantin wird auch nichts mehr sagen, bevor sie nicht mit mir gesprochen hat.
Ihnen ist aber schon klar, ja, dass es hier um Leben und Tod geht, ja? Eines Neugeborenen. Eins nach dem anderen. Wir sind noch nicht fertig. Ja, aber... Mara. Mara, wir sind für dich da. Emily, Papa, ich. Hörst du? Wir stehen zu dir, egal was ist. Mir wird das alles gerade ein bisschen zu viel. Frau Reinhardt, entschuldigen Sie vielmals. Auch wenn es schwerfällt, ich würde gerne mit meiner Mandantin einen kleinen Augenblick alleine reden. Geht das? Komm, ja, ist gut. Ja. Ich hole Sie gleich wieder rein. Prima, danke schön. So. So. Mara. Ich darf doch Mara sagen, ja? Und du, das macht die Sache leichter. Mara, entschuldige den Überfall bitte, aber ich bin hier, um dir zu helfen. Ich brauche aber keine Hilfe. Was soll eigentlich der ganze Scheiß hier? Och, Mara, du hast doch mitbekommen, was der Arzt gesagt hat. Du hast vor wenigen Tagen ein Kind entbunden. Ich habe kein Kind geboren. Ich hatte lediglich Kreislaufprobleme und bin umgekippt. Mehr war da nicht. Ein Arzt kann doch sehr wohl unterscheiden, ob du Kreislaufprobleme hast oder ob du gerade dein Kind bekommen hast. Ich bitte dich. Das werde ich ja wohl am besten wissen, oder? Hör zu, wir machen uns einfach wahnsinnige Sorgen. Wir machen uns Sorgen um dich und wir möchten einfach nur wissen, ob es dem Kind gut geht. Welches Kind? Ich habe kein Kind geboren. Und jetzt lassen Sie mich endlich in Ruhe, ich bin wirklich müde. In Ordnung, Mara, in Ordnung, ich habe das verstanden. Hör mal, ich gebe dir hier meine Visitenkarte. Du kannst mich jederzeit anrufen. Okay, Mara. Die Kommissarin befragt Maras Eltern. Christine und Ralf haben ihre Tochter zwar seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, doch sie wissen, zu wem sie vor ihrem Verschwinden Kontakt hatte. Wo könnte das Baby denn sein, wenn es nicht bei den Reinhardts ist? Haben Sie da irgendeine Idee? Bei Norm vielleicht. Mara hat einen Freund, Norman Schmidtner. Ja. Dann sollten wir aber sofort hinfahren. Ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass er der Kindesvater sein könnte. Und unter Umständen ist das Baby bei ihm. Und wenn nicht, dann wird er wohl wissen, wo das Kind abgeblieben ist. Ja, wir bleiben aber lieber hier bei unserer Tochter. Gut. Haben Sie denn vielleicht eine Adresse für mich? Ich notiere sie mir mal. Perfekt. Sagen Sie mal. Ich hoffe nun, dass Norman mehr Licht ins Dunkel bringen wird. Denn allmählich mache ich mir wirklich Sorgen um das Kind. Unter Hochdruck fahndet Anwältin Brigida Braun gemeinsam mit der Polizei nach dem Neugeborenen. Sie fahren sofort zu Maras Freund Norman Schmidtner. Dort treffen sie nicht nur auf Norman, sondern auch auf eine leicht bekleidete Dame. Der 21-Jährige ist sichtlich überrascht über den plötzlichen Besuch. Moment mal, können Sie mir kurz verraten, was dieser Überfall hier soll? Das erkläre ich Ihnen gleich, Herr Schmidtner. Schaut ihr euch mal um, bitte? Ja. Moment mal, dürfen Sie das überhaupt? Ja, es herrscht Gefahr im Verzug. Sind durchaus dazu berechtigt. Genau, ziehen Sie sich mal an, Herr Schmidtner. Okay. Sagen Sie mal, Herr Schmidtner, ich bin etwas befremdet. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Ihre Freundin liegt in einem ernsten Zustand im Krankenhaus und Sie vergnügen sich hier schon mit einer hübschen neuen Dame? Was labern Sie? Herr Schmidtner, ich spreche von Ihrer Freundin und meiner Mandantin Mara Reinhardt. Schon vergessen? Und wir reden auch von dem Kind von Frau Reinhardt. Raus mit der Sprache, wo ist das? Was für ein Kind? Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Mara Reinhardt, Ihre Freundin, die lebt doch hier bei Ihnen, oder nicht? Nein, sie lebt schon lange nicht mehr hier. Wir sind schon seit einem Jahr getrennt und sie hat mal hier 3 Monate gewohnt, aber dann hat es halt nicht gepasst. Ja, und wo ist sie nach diesen 3 Monaten hin? Das weiß ich, bestimmt zu ihren Eltern. Die wollten doch, dass sie wieder zurückkommt. Haben Sie denn noch Kontakt zu Frau Reinhardt? Nein, überhaupt nicht mehr. Aber hat sie echt ein Kind? Ach, Herr Schmidtner, wollen Sie mir sagen, dass Sie das nicht wussten, dass Ihre Ex-Freundin schwanger war? Woher soll ich das denn wissen? Ich bin kein Hellseher. Lassen wir es einfach mal so dahinstehen. Aber wer war denn Ihr nächster Freund? Wissen Sie das? Keine Ahnung, wir haben auch gar keinen Kontakt mehr. Hm. Nix, keine Spur, nix, gar nichts. Na gut, Herr Schmidtner, dann war's das erstmal für heute, ja? Setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt zu Frau Reinhardt oder zu dem Baby oder wenn sie Kontakt zu Ihnen aufnimmt. Okay. Ja, das wäre super. Und räumen Sie hier mal Ihre Flaschen weg, hier stinkt's nach Kneipe. Mein Instinkt sagt mir, dass Norman hier wirklich die Wahrheit sagt. Er war dermaßen überrascht und vor den Kopf gestoßen, dass ich nicht davon ausgehe, dass er gelogen hat. Wir müssen also davon ausgehen, dass er Mara seit sehr langer Zeit nicht mehr kontaktiert hat. Wenn das aber so ist, dann ergeben sich daraus 2 Fragen. Wo hat Mara im letzten Jahr gelebt? Und wer ist der Kindesvater? Auf beide Fragen kann eigentlich nur Mara mir eine Antwort geben. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass sie das bald tut. Brigida Braun fährt noch einmal mit Christine ins Krankenhaus, um ihrer Mandantin ins Gewissen zu reden. Die Juristin kann Mara nur gegen die Anschuldigungen der Polizei verteidigen, wenn sie mehr über sie und den Verbleib ihres Babys weiß.
Außerdem ist noch immer nicht klar, ob das Kind überhaupt noch lebt. Mara, Maus, wie geht's dir heute? Ganz gut. Gut. Hallo, Mara. Hör mal, ich habe noch eine Frage an dich. Mara, kannst du mir sagen, wo du in den letzten Wochen und Monaten gelebt hast? Mal hier, mal da. Warum? Naja, weißt du, die Polizei wird das wissen wollen. Und ich habe gerne einen kleinen Wissensvorsprung. Ich bin nicht gerne unvorbereitet. Die Polizei wird auch wissen wollen, wo du nach der Krankenhausentlassung lebst. Also hast du ein Zimmer, irgendeine Unterkunft? Nein, ich habe auf der Straße gelebt. Oder bei Freunden. Oh mein Gott. Wieso bist du nicht nach Hause gekommen? Frau Reinhardt, sagen Sie mal, wären Sie bereit, Mara nach Ihrer Krankenhausentlassung aufzunehmen? Ja, natürlich. Mara, was, wie siehst du das? Guten Tag. Okay. Ach, wir kennen uns ja, ne? So, Frau Reinhardt, wollen Sie heute mit mir sprechen? Können Sie mir jetzt endlich sagen, was mit Ihrem Kind passiert ist? Na, das klappt ja gut. Dann machen wir das jetzt ganz anders. Ich habe eben mit Ihren Ärzten gesprochen, ja? Sie werden morgen entlassen. Ich werde dann herkommen, Sie abholen, wir fahren auf die Dienststelle und dort werde ich Sie in Ruhe vernehmen, wenn das hier nicht funktioniert. Was ist das Ihr Ernst? Glauben Sie wirklich, dass meine Mandantin in der lauschigen Atmosphäre des Polizeigewahrsams gesprächiger wird als jetzt? Also lassen Sie den Gedanken gleich fallen, ja? Das werde ich mit Sicherheit nicht. Wir gehen davon aus, dass Ihre Mandantin Ihr Kind entweder ausgesetzt, möglicherweise aber sogar getötet hat. Ja, beides ist eine Straftat, das wissen Sie besser als ich. Und für beides steht die Untersuchungshaft. Was? Ich will nicht ins Gefängnis. Ich habe doch gar nichts gemacht. Hören Sie mal, Frau Weiß, Sie haben gegen meine Mandantin nichts, aber auch gar nichts in der Hand. Es gibt überhaupt keinen Hinweis auf eine Kindsaussetzung oder gar eine Kindstötung. Nicht einen. Nicht einen Hinweis, außer das fehlende Baby Ihrer Mandantin, hm? Ja, du lieber Gott, wilde Vermutungen sind doch keine Beweise. Ich bitte Sie, außer Sie haben Informationen, die auch für mich interessant wären. Dann teilen Sie bitte mit mir. Also, ne, habe ich mir ja gedacht, nicht? Also hören Sie mal. Schauen Sie, meine Mandantin ist wirklich geschwächt, ja? Ihre Mutter wird sie aufnehmen nach dem Krankenhausaufenthalt. Dort wird sie jetzt leben. Flucht- und Verdunkelungsgefahr bestehen nicht. Also auch die Voraussetzungen für eine U-Haft sind damit doch gar nicht gegeben. Aber auch das sehe ich wieder anders, Frau Braun. Ich habe mit dem Jugendamt gesprochen. Ihre Mandantin ist mehrfach von zu Hause weggelaufen. Sehr wohl ist hier die Fluchtgefahr zu begründen. Also wenn Sie mit dem Jugendamt gesprochen haben, dann kennen Sie doch auch die Hintergründe Ihrer damaligen Flucht von zu Hause. Ja, das war Ihr damaliger Freund, verstehen Sie? Und spätestens seit gestern wissen Sie doch, dass meine Mandantin seit über einem Jahr mit diesem Mann nicht mehr zusammen ist. Also ist auch dieses Argument irgendwie gar nicht da, oder? Also ich denke, Frau Weiß, dass wir die Sache jetzt geklärt haben. Selbstverständlich kann ich Sie nicht daran hindern, mit der Staatsanwaltschaft über die Möglichkeit einer U-Haft zu sprechen. Holen Sie sich vielleicht Ihre Informationen von dort. Das werde ich mit Sicherheit tun. Und Frau Reinhardt, ich bin dann morgen bei Ihnen und hole Sie ab. Bestimmt nicht. Auch wenn ich an die Unschuld meiner Mandantin glaube. Also im Grundsatz kann ich natürlich verstehen, dass die Polizei hier Druck macht. Wie oft hört man ja in den Medien von misshandelten oder getöteten Säuglingen, die man dann irgendwo in einem Busch findet. Ich verstehe daher grundsätzlich, dass man natürlich eine solche Tragödie verhindern möchte. Und trotzdem, im vorliegenden Falle haben wir überhaupt keine Indizien, die darauf hindeuten würden, dass meine Mandantin eine solche Straftat auch nur im Ansatz begangen haben könnte. Und ich bin überzeugt davon, dass die Kriminalkommissarin das auch weiß. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zieht Mara am nächsten Tag erst einmal wieder bei ihren Eltern ein. Zuvor hat ihr Anwältin Brigida Braun allerdings deutlich gemacht, dass sie nicht noch einmal abhauen darf, da ihr in diesem Fall eine Verhaftung droht. Zu Hause erwartet Mara ihr altes Zimmer. Sieht immer noch aus wie früher. Ja, sicher. Wir haben doch alles so gelassen, wie es war. Wir haben doch so gehofft, dass du wieder nach Hause kommst. Aber aufgeräumter ist es wohl. Ja, bisschen, ne? Bisschen aufgeräumter ist es schon. Aber willst du was trinken, Süße? Ein Tee wäre ganz toll. Okay. Ich mach dir einen Tee und du gehst mit Papa schon mal ins Wohnzimmer. Okay. 15 Monate war Mara nicht mehr zu Hause. Nach anfänglichem Schweigen nutzt Papa Ralf die Gelegenheit für ein paar klärende Worte mit seiner Tochter. Ja, also Mama ist total glücklich, dass du wieder hier bist. Und du nicht? Ja, doch, natürlich auch. Ich hoffe bloß, dass du uns nicht wieder hängen lässt. Es gibt Mama den Rest.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr sie das ganze letzte Jahr gelitten hat. Papa, ich weiß, ich habe früher wirklich viele Fehler gemacht. Aber ich habe mich geändert. Ja, ich hoff's. Sag mal, Süße, willst du uns nicht endlich anvertrauen, was mit dem Baby passiert ist? Ich habe kein Baby. Emily, kommst du mal? Wenn ich dabei habe. Hey, Emily. Hey. Was, kann ich wieder gehen? Emily, bitte reiß dich zusammen. Ich tue jetzt ganz sicher nicht so, als ob ich mich freuen würde. Weiß sich wohl nicht jeder, dass ich wieder da bin. Ach, Quatsch. Die kriegt sich schon wieder ein. Ich bin das letzte Jahr gut ohne meine Schwester zurechtgekommen. Ich kann mir echt gestohlen bleiben. Und wie Mama um die herumscharwenzelt, ist echt so daneben. Als ob jetzt alles wieder gut wird und Mara hier bleibt. Obwohl sich Mara mit ihrer Schwester wieder vertragen möchte und auf sie zugeht, zieht sich Emily immer mehr zurück. Am Nachmittag will Kommissarin Sandra Weiß Mara erneut verhören. Denn die Polizei hat neue Anhaltspunkte. Bei der Vernehmung steht ihr Brigida Braun zur Seite. So, diesen Rucksack und diese Babydecke haben wir an der Bushaltestelle gefunden, im Gebüsch. Genau an der Bushaltestelle, an der Sie zusammengebrochen sind. Toll. Haben Sie beides noch nie gesehen? Nö. Finden Sie nicht, dass es ein ganz komischer Zufall ist? Ausgerechnet dort, wo Sie zusammenbrechen, eine Babydecke, der Rucksack. Hm? Finden Sie alles nicht komisch? Gut, dann haben Sie ja sicherlich auch nichts dagegen, wenn ich eine DNA-Probe von Ihnen entnehme, damit wir Ihre DNA mit der DNA auf der Babydecke abgleichen können. Ja? Muss ich das machen? Mara, ich kenne den Gerichtsbeschluss, der dieser Maßnahme zugrunde liegt. Ja, du musst mitmachen. So. Dann öffnen Sie bitte einmal den Mund. Dankeschön. So, Frau Reinhardt, Ihnen ist hoffentlich klar, ja, dass wenn Ihre DNA mit der DNA auf der Babydecke übereinstimmt, dass es sich um Ihr Kind handelt und dann gehen Sie in Haft. Dann machen Sie doch alle, was Sie wollen. Mara, bitte bleib hier. Also, Frau Weiß, entschuldigen Sie mal. Sie wissen doch ganz genauso gut wie ich, dass es hier ein Kind gibt, das zu dieser Decke passt. Das heißt doch noch lange nicht, dass meine Mandantin ihr Kind ausgesetzt oder getötet hat. Ich bitte Sie. Unter Umständen hat meine Mandantin ihr Kind einfach in eine Babyklappe gelegt. Ich meine, davon gibt es ja ein paar in Berlin. Haben Sie in diese Richtung schon mal ermittelt? Das sind unsere nächsten Schritte. Zunächst werden wir jetzt die DNA überprüfen und dann die Babyklappen. Mit allem Respekt. Das hätten Ihre ersten Schritte sein müssen, bevor Sie hier so vollmundig meine Mandantin beschuldigen. Gut, sagen Sie jetzt so, wir machen unsere Arbeit ein bisschen anders, ne? Wir werden uns jedenfalls darum kümmern, habe ich Ihnen jetzt gesagt. Und in erster Linie werde ich jetzt die DNA ins Labor bringen, ja? Schön. Und ich mache alleine raus. Schönen Tag. Wunderbar. Meine Güte. Also ewig kann das in dieser Form wirklich nicht weitergehen. Die Polizei wird doch nicht locker lassen, bis sie das Kind gefunden hat, tot oder lebendig. Ich muss wirklich sagen, ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Ich kann Mara nur helfen, wenn sie endlich redet. Doch Mara verrät weiterhin nicht, was mit ihrem Baby geschehen ist. In der Zwischenzeit hat die Polizei ein Kind gefunden, das zur fraglichen Zeit abgegeben wurde und vom Alter her Maras Baby sein könnte. Anwältin Brigida Braun fährt gleich am nächsten Morgen mit ihrer Mandantin in das Krankenhaus, um sie zum Reden zu bringen. Nee, ich will wirklich komm, gehen. Mara, jetzt komm. Jetzt. Schau mal, selbst wenn du das Kind in die Babyklappe gelegt haben solltest, entschuldige, aber für solche Situationen sind Babyklappen da. Dafür kann dich niemand belangen. Komm, schau mal, wer da ist. Weißt du, wer das ist? Das ist die kleine Mia. Und ich habe erfahren, die ist seit 5 Tagen hier. Guck mal, guck doch mal, lass dich doch mal darauf ein. Ist das Ihr Kind, Frau Reinhardt? Ihnen ist aber schon klar, dass wir die DNA des Babys mit ihrer abgleichen, ne? Das können Sie gerne machen, aber ich will jetzt echt gehen. Oh, Mara. Werden Sie jetzt doch nervös? Quälen Sie sie nicht, quälen Sie sie nicht. So süß. Dankeschön, ja. Tschüss, kommen Sie. Ich persönlich glaube nicht, dass das hier Maras Tochter gewesen ist. Denn wenn sie dieses Kind in die Babyklappe gelegt hätte, hätte sie das spätestens in diesem Augenblick wirklich zugegeben.
Für die 17-Jährige ist die Nähe des Neugeborenen unerträglich und sie ergreift die Flucht. Rechtsanwältin Brigida Braun bringt ihre Mandantin erst einmal nach Hause. Auf der Suche nach Maras Baby ist die Juristin noch immer keinen Schritt weiter. Sie nutzt die Abwesenheit der Eltern, um in einem Gespräch unter vier Augen auf den Teenager einzuwirken. Wollen Sie auch was trinken? Danke, Mara. Ich möchte eigentlich nur mit dir reden, verstehst du? Und ich möchte, dass du mir keine Märchen erzählst, Mara. Hör zu, ich hab doch gesehen, was mit dir los ist. Du hast Gefühle entwickelt, du hast Mutterinstinkte. Mara, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin selbst Mutter. So ein Quatsch, das müssen Sie sich eingebildet haben. Ich hab mir gar nichts eingebildet, Mara. Ich hab's doch gesehen. Spätestens in dem Moment, als du das Kind auf deinen Armen gehalten hast, ging dir doch das Herz über. Erzähl mir doch nichts. Du lässt mich am ausgestreckten Arm verhungern, Mara. Ich kann nichts für dich tun, wenn du schweigst. Also bitte. Mara, sag mir jetzt endlich die Wahrheit. Hast du ein Kind? Ja, ich habe ein Kind. Aber mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Mara. Komm jetzt mal her. Setz dich mal hin. Beruhige dich mal. Mara, hör zu. Ich danke dir für dein Vertrauen und danke, dass du dich wenigstens ein kleines Stückchen öffnest. Mara, aber es gibt jetzt eine Frage, die mich wirklich umtreibt und ich brauche die Antwort jetzt. Geht es deinem Kind gut und lebt es? Ja, es lebt. Ist dein Kind in Sicherheit? Ich glaube schon. Mara, hör zu. Kannst du mir sagen, was nach der Geburt passiert ist? Darüber will ich nicht reden. Okay. Andere Frage. Kannst du mir sagen, wer der Vater deines Kindes ist? Ist dein Kind bei seinem Vater? Dazu möchte ich auch nichts sagen. Gut, akzeptiert. Aber ich muss dir eines dazu sagen, Mara. Wenn du weiterhin bei dieser Haltung bleibst, kommst du aus deinem Problem mit der Polizei nicht heraus. Wenn ich dir helfen soll, Mara, dann musst du reden, bitte. Also ich würde mich jetzt wirklich gerne hinlegen. Okay, ich verstehe das. Du bist erschöpft, ich sehe es dir an. Mara, wir reden morgen weiter, einverstanden? Okay. Okay. Ich bin so froh, das Kind lebt offensichtlich und es geht ihm auch gut. Das ist die Hauptsache im Augenblick. Mara beginnt sich zu öffnen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mir alles erzählt. Moment mal, die wollte sich doch gerade hinlegen. Ich lauf ihr mal nach.